Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute wieder zu einem Gespräch mit Frau Professor Ruth Lapid, aber einem Gespräch, das wieder auf Ihren Fragen beruht. Und ich möchte heute mal wieder ganz herzlichen Dank sagen, dass Sie sich so lebhaft an dieser Sendung beteiligen, dass wir so viele substanzielle, wichtige Fragen von Ihnen bekommen, die Sie an Frau Lapid stellen. Frau Professor Dr. Ruth Lapid, auch Sie herzlich willkommen bei uns im Studio. Wie finden Sie denn, wir haben ja schon über 20 solche Fragesendungen gemacht. Wer zählt die Köpfe seiner Lieben? Ja. Das tut man nicht. Nein, aber ich sage ja über 20. Ich habe ja nicht genau gezählt. Aber wie finden Sie denn die Fragen, die so kommen? Die Fragen sind großartig, hochinteressant. Ich finde es toll, regen wie unsere Zuschauer an. Mitgehen. Ne? Regen mich an. Ja. Und ich hoffe, was wichtiger ist, dass Sie unser Publikum anregen. Ja. Über diese wundervolle Tradition, der hebräischen Tradition, wie dieses Buch sie da gibt. Wozu ich auch natürlich Jesus den Juden rechne, weiterhin in das Volk hineintragen. Jetzt eine Frage von einem Zuschauer. Fangen wir mal damit an. Eine etwas allgemeine, aber die dann doch ins Spezielle geht. Aus Alveslohe. Das ist in der Nähe nördlich von Hamburg. Das L-O-E sagt mir das schon. Ja, ja. Oldesloe zum Beispiel. Ja, aber das wird anders geschrieben. L-O-H-E. Oldesloe ist ja ein O-E, nur reines Dehnungs-E. Danke. Itzehoe auch. Nicht wie Schiller schreibt Itzehoe, sondern zwei Monsieur aus Itzehoe, sondern Itzehoe. Also man merkt Ihre Heimatliebe. Ja, ich bin Schleswig-Holsteiner, obwohl ich viel lange Zeit in ganz anderen Teilen Deutschlands gelebt habe. Kann man als gläubiger Christ das Weltgeschehen ohne Wirken Gottes erklären? Nein, aber das befreit uns nicht, uns Menschen, uns einzusetzen, wo es irgendwie geht. Denn das ist sehr bequem zu sagen, soll der liebe Gott mal als Polizist auftreten? Das ist die Hintertüre, die da sein könnte. Nein, natürlich ist alles in Gottes Hand, danke. Aber wir sind nicht befreit, unser Teil zu tun. Also wir können nicht sagen, lass es passieren, es ist doch Attila so. Attila war die Geißel Gottes, hat man im Mittelalter gesagt. Ja. Nein, so man nicht. Man konnte nein. gegen Attila auch kämpfen oder Eben. Konnte gegen die Geißel etwas genau. tun. Ne? Genau. Ja. Und das ist heute aktueller denn je, weil die Menschen inzwischen schreiben und lesen gelernt haben. Also seit der Entdeckung oder Entwicklung des Druckes und noch dazu Internet. Wir haben keinerlei Ausrede, dass die uns zum Zurücklehnen ermächtigt. Jetzt sagt aber, schreibt dieser Briefschreiber aus Alveslohe weiter. Nach Römer 13, also dem Römerbrief von Paulus 1, ist alle Obrigkeit von Gott. Das ist ja, spielt auch in der jüngsten deutschen Geschichte, hat dieses Jahr eine große Rolle gespielt, dass Paulus sagt, alle Obrigkeit ist von Gott. Wie interpretieren Sie das? Ja, die Leute, die das zitiert haben, sollten aber genauso zitieren. Römerbrief 9 bis 11 und der Römerbrief ist der wichtigste, ernsteste Brief des Paulus von Tarsus, ein Jude, den ich sehr gut kenne und vertraut mit seinen Worten bin. Dieser Römerbrief ist der letzte seiner Briefe. Und wie bei jedem Testament, Sie sind ein erfahrener Mann, ist das der ausschlaggebende Brief. Und im Römerbrief 9 bis 11 steht, Gott, ist dein Bündnis, sind deine Bündnisse mit Israel kündbar? Meganeuto, das sei ferne. Alles, die Bündnisse und die Zusagen bleiben bestehen. Also, fürchtet euch nicht, Israel. Das sagt der Paulus von Römer 9 bis 11 und zu meinem großen Bedauern wurden von den Predigern, den christlichen Predigern während der Hitlerjahre, Römer 9 bis 11 nie gepredigt, in Klammern sei es gesagt. Jetzt zu der schrecklichen Sache mit der Obrigkeit. Ich bin in diesem Sinne, und das war die Hinleite dazu, überzeugt, dass Paulus gemeint hat, Mut zu machen für die arme, kleine, sich etablierende Gemeinde in Rom. Der er Mut machen wollte und sagt, die Obrigkeit, die viel stärker ist wie ihr armen kleinen Teufel, die da rumsitzen. Also das Wort Teufel will ich hier mitstreichen, es könnte missverstanden werden. Das ist ein Sprechartikel. Ihr armen Leute, die ihr da in Rom sitzt und völlig verzweifelt seid. Nein, alle Obrigkeit in eurem Fall ist von Gott. Es wird gut werden. Setzt euch ein, lebt eure neue Religion, denn das waren ja Heiden in Rom, die da uns entgegengehen, ja. Und denen will er Mut machen, nicht allen Menschen. Gott behüte. Genauso, bei derselben Gelegenheit gebe ich ein anderes Beispiel, was sehr viel zitiert wird, nämlich die Geschichte mit den Frauen in Korinth.
wo ich auch nicht der Meinung bin, dass alle Frauen für alle Zeiten in allen Ländern von Paulus angesprochen sind. Keineswegs, sondern bestimmte Frauen zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Lage. Ich kann auch mir vorstellen, was er gemeint hat. Korinth war ein ganz großer Hafenumschlagsplatz, nicht heute gesehen. Heute haben 400.000 Tonner Schiffe, haben vielleicht 4 Leute oder 14 Leute. Mehr sind schon, ja. 14 Leute, ja. Gut, wir wollen ja nicht kleinlich sein. Ja. 14 Leute, die mit Computer alles regeln können. Damals brauchte man für kleine Segelboote, und mehr gab es nicht, Sklaven, und zwar sehr viele. Also diese Sklaven hatten tagelang Zeit in jedem Anlageplatz. Das nennt man doch Anlageplatz, wo das Schiff anlegt. Anlege, ja, oder ja, Hafen. Und ich würde sagen, nehmen wir das schöne deutsche Wort Hafen. Also Hafen. Diese Leute hatten, und das ist bekannt, hatten Zeit für Bordells, ganz einfach. Und diese Bordellleute hatten den Frauen ein bisschen entgegenkommenden Paulus ziemlich lächerlich gemacht. Und diese Leute meint er, und nicht alle Frauen von allen Zeiten, für alle Zeiten, die Frauen, gut, die er anspricht. Das kann man auch unterschiedlich interpretieren, aber nein, lassen das glaube so ich nicht, denn er hat ja, er stellt uns sehr viele Frauen vor, mit denen er kooperiert und bei denen er ein- und ausgeht. Wir waren bei der Obrigkeit, und das hat hier dieser Briefschreiber nach Paulus, nach Römer 13, ist alle Obrigkeit von Gott. Der geht aber weiter jetzt. Der Herr Jesus Christus hat nie gegen die politische Obrigkeit gesprochen. Hat er das wirklich nicht? Nein, das stimmt nicht. Denn das denke ich nämlich auch. Er hat sehr wohl gegen die Obrigkeit gesprochen, ja. Und zwar als er gegen die Obrigkeit Rom, nämlich die großen Unterdrücker, ja, als er im Lande der Juden als Prophet, wenn Sie wollen, als Verkünder Land auf Land ab geflohen ist. Wieso sagt er denn zum Beispiel, der Fuchs hat wo seinen Kopf zu legen, der Menschensohn, also Jesus, hat nicht wo zu schlafen und geht von Tag zu Tag woanders hin. Er hat kein Geld. Wieso weiß ich das? Er wird unterstützt, wie Lukas 7 uns erzählt, von meinen Großmüttern, von den hebräischen Frauen, den Pharisäerfrauen in Jerusalem, die ihn und seine Gruppe unterstützen mit ihrer Habe. Schönes Kapitel. Sie waren nicht nur nicht knausrig, sondern sie waren tüchtig und gaben den Leuten Unterstützung. Also Jesus war absolut auf der Flucht. Beweise unter anderem, viele gibt es. Lukas Kapitel 13, Vers 31. Ja, nein, diese Stelle möchte ich offen gegen die Obrigkeit gesprochen. Ja, natürlich. Gegen die römische Obrigkeit. Ja, natürlich. Ich will, lassen Sie mich das weiter vollenden. Lukas Kapitel 13, Vers 31, wo wir erfahren, dass die Pharisäer, Jesus und seine Gruppe warnen vor den Nachstellungen der Römer und der Herodianer. Das ist eine Gruppe, die ihm nach dem Leben trachteten. Und solche Stellen kann ich haufenweise bringen. Jesus hat natürlich gegen die Römer gesprochen und trat gegen die Römer auf. Der Einzug nach Jerusalem an Palmsonntag, das ist für jeden Israel eine Provokation der Römer. Ja, natürlich. Ja. Und Pilatus hat daraufhin natürlich viele Legionen von Caesarea, sein Zentrum, das war der Hafen, wo die Legionen mit Segelbooten und anderen Legionärsbooten von Rom gebracht wurden. Jetzt noch einen Satz aus diesem Brief. Hinauf nach Jerusalem gebracht. Ja, noch einen Satz aus diesem Brief. Auch Paulus fordert uns auf, für die Obrigkeit zu beten. Dagegen ist, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ne? Doch, dagegen ist sehr viel zu sagen. Hätten Sie das deutsche Volk gebeten, für Hitler zu beten? Nein, das glaube ich nicht. Oder hätten Sie das getan? Oder haben Sie das getan? Nein, für die Obrigkeit. Ich habe da ja nicht gelebt, aber man hätte ja beten können für die Umkehr von den Nazischen. Nein, das muss der Mensch selbst tun. Du stehst, das sagt Habakuk und sagen alle Propheten, du stehst vor Gott mit deinem Tun und deinem Lassen. Du willst ja auch den Segen erbitten. Du selbst. Also das kann man nicht sagen. Bete für die Leute aus deiner eigenen Gruppe. Zum Beispiel die Leute, die zu Jesus kamen und eine Vorwegnahme der Messianität uns vorleben. Die Brot und Vermehrung der Lebensmittel ist eine kleine Vorwegnahme. Die Brotvermehrung und Fischvermehrung am Tiberiassee, das müssen wir so sehen. Und das war jedem damals geläufig, heute leider nicht mehr. Das ist es aber. Und wer waren diese Leute? Doch nicht Deutsche oder Mexikaner. Wiederum Juden. Es spielt sich ab. Wie sagt uns die Weihnachtsgeschichte so schön? Es begab sich. Aber zu der Zeit als ein. Im Lande der Juden oder im jüdischen Land nach einer anderen Fassung. Ja. Also eine total jüdische Geschichte mit jüdischen Gewohnheiten und jüdischen Hoffnungen.
eine Zuschauerin aus Marburg, eine ganz treue Zuschauerin aus Marburg, zitiert, nicht ganz in diesem Zusammenhang, doch aber auch Paulus aus dem Epheserbrief, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Na, mit von bösen Geistern würde ich nicht reden, denn bei Hitler ging es um Leistung. Wenn du gekauft hättest deine Unterwäsche, entschuldige, 1933 weiter beim Juden, wie es hieß, kauft nicht beim Juden, wäre die Weltgeschichte anders gelaufen, nix Geister. Denn Hitler selbst hat es geschrieben in Mein Kampf, wir werden scheibchenweise vorgehen. Wenn die Menschen im deutschen Volk mit kooperieren, werden wir schlimmer werden. Wenn sie nicht kooperieren, wird es nicht sein. Also von Geister ist hier nicht die Rede. Aber die Herren dieser Welt, die herrschen in der Finsternis dieser Welt. Ja, das sind wunderbare Weckerklärungen, Entschuldigungen. Nein, es ging um die Tat. Es ging um die Tat. Ja. Gut. All dieses, und zwar rechtzeitig. All dieses, was wir wissen aus dem Neuen Testament, auch von dem Leben Jesus, ist ja zum Teil aufgeschrieben worden von einem Historiker, der Josephus Flavius heißt. Und auf den machen es ein Ehepaar aus Monzelfeld in der Region Trier in ihrem Schreiben aufmerksam. Sie besitzen das Buch Jüdische Altertümer von Josephus Flavius. Da ist im 18. Kapitel von Jesus als gerechtem Mann zu lesen, den die Ältesten des jüdischen Volkes ans Kreuz schlagen liegt. Stopp. Also, dass Jesus ein gerechter Mann war, bin ich überzeugt. Er war ein jüdischer Rabbi. Ja. Gar keine Frage. Und Rabbi, wir sollten Lukas-Evangelium lesen, wo Jesus als Rabbi bezeichnet wird. Er ging Sabbat für Sabbat, nicht zufällig mal, gelegentlich, Sabbat für Sabbat in die Synagoge, predigte, las, verkündete, genau wie es heute gemacht wird. Also, Rabbi wurde übersetzt als Meister, so wird er ihnen serviert. Der Mann war Rabbi nach wie vor. Didaskale auf Griechisch, Magistre auf Lateinisch. Ja. In den jeweiligen Übersetzungen Rabbi. Und davor habe ich ganz eine Menge Respekt. Sollte man den Leuten erzählen. Das zum Rabbi. Wie war der letzte Punkt, den Sie vorgelesen haben? Daran ist im 18. Die Kapitel. Alten, nein, diesen Punkt wollen wir noch mal klarstellen. Die Alten, die ihn ans Kreuz schlagen. Ja, da schreiben die ja Folgendes. Den die Ältesten unseres Volkes, der Josephus Flavius war ja ein Jude, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, nach. Aber das möchte ich dann deutlich. Also, aber wahrscheinlich ist dieser Vermerk im Nachhinein eingefügt worden. Da, ich die will Sprache deutlich passt sagen, irgendwie nicht zum sonstigen ich Stil. Ich empfehle jedem und jeder, das römische Gesetz zu lesen, nicht mir glauben, ich kann es auch aussagen, nämlich die Lex Julia Majestatis, die von Mommsen auf feines Deutsch übersetzt wurde. Und da lesen wir von Theodor Mommsen, ja. Und dann ist höchste Zeit zu lesen, wer war befugt im Römischen Reich. Und das Reich erstreckte sich vom heutigen Großbritannien bis zum heutigen Afghanistan. Wer war befugt zu kreuzigen? Nur römische Soldaten, ich wiederhole noch mal, nur römische Legionäre waren befugt zu kreuzigen. Und nur römische Herrscher, also in unserem Fall für Jerusalem Pilatus, waren befugt, einerseits sofort den Auftrag zu geben, diese oder jene Person zu kreuzigen, oder, wenn sie Lust hatten, diese oder jene Person zu begnadigen. Und es ist höchste Zeit, dass wir aufräumen mit der These, die Juden hätten ihn gekreuzigt. Naja, aber es waren auch Juden dabei. Man, diese Pauschalierung sollten wir lassen. Nein, das ist nicht Pauschalierung. Doch, das ist römisches Gesetz. Darauf muss ja, ich bestehen. Ja, ist römisches Gesetz, aber ja, und die Römer herrschten Juden im Land auch dafür. Nein, das stimmt ja nicht. Das Kreuz, am Kreuz hingen Juden. Ja, insofern waren sie dabei. Nein, aber es waren auch Juden, die gesagt haben, kreuzigt ihn. Nein, das will ich auch hier mithören. Ja, ich weiß, das ist der Streit, den wir immer wieder haben. Wir haben gar keinen Streit. Ich rede mit Fakten. Es gibt keine solche, im ganzen römischen Gesetz habe ich nach. Nein, im römischen Gesetz. Dass die Entscheidungsgewalt bei den Römern lag. Das weiß ich auch, ja? Ja. Aber es gibt kein solches Gesetz im römischen Gesetz, und ich habe es studiert, das da sagt, dass am Pessach die Juden befragt wurden, wen wollt ihr denn gekreuzigt haben? Das ist so, das ist der
Naja, worum gut, es gibt hier aber geht. So viele. Wir wollen nicht den alten Streit wieder auf. Das ich ist kein mal, Streit. Fakten sind Fakten. Nein, es ist doch. Es gibt aber unterschiedliche Auffassungen. Man hat das Volk wunderbar aufpeitschen können, das christliche Volk, mit dieser Schuld. Warum sollte man einen guten aber natürlich, Juden, nein, das, natürlich ist das jüdische das bringen, Volk damals auch aufgepeitscht worden. Nein, aber wir wollten nein. Noch, wir der wollten Jesus noch war ein Jude und hat sich als Jude verstanden und war nur von Juden umgeben. Wer hat ihn denn? Es gab ja aber auch Juden, die sagten, kreuzigt ihn. Nein, das haben sie nicht. Das haben will sie ich doch Ihnen gesagt. Das stimmt nein, aber so zumindest das will ich. Nein, das will ich. Es gibt kein Privilegium, Pascal, ich will es Ihnen sagen. Ja, die Römer haben die rechtliche Möglichkeit nicht gehabt. Die Römer haben nicht gefragt, wen sollen wir kreuzigen. Diese ganze Szene ist später hineingebaut worden. Ja, denn im Römischen, lesen Sie das Römische Gesetz, Lex Julia Maestatis, ermöglicht keine Rückfrage. Das ist ja gar nicht das Römische Gesetz, jetzt in Frage stellen. Es geht nur das Römische Gesetz, nur darum. Wen sollen wir kreuzigen, gibt es nicht. Das ist so, wie ich sagen würde, Adolf Eichmann habe im August 1944 etwa die Juden in Budapest gefragt, na, wen sollen wir denn heute zuerst nach Auschwitz schicken? Erzählen Sie noch ein bisschen über Josephus Flavius. Nein, Sie haben ja dieses Thema gebracht. Ja, ich komme auf dieses Thema dann nochmal zurück. Das ist mir wichtig. Ja. Die Juden haben nichts mit der Kreuzigung zu tun. Im Gegenteil, die zwei, die neben ihnen waren, wurden gekreuzigt von den Römern und... Aber man kann doch nicht so pauschalier sagen, die haben gar nichts damit zu tun. Nein, sie haben gar nichts damit zu tun. Ganz abgesehen davon, was in der Geschichte dann passiert ist, das ist ja völlig unabhängig davon. Aber entschuldigen Sie, die Römer haben Pilatus bevollmächtigt zu kreuzigen, wen er wollte. Die Römer haben ihn bevollmächtigt, das ist richtig. Pilatus hat die Entscheidung getroffen. Pilatus hat, wer denn sonst? Ja, na klar, das ist römisches zählt. Gesetz. Nein, ich kann da nicht weg von dem Gesetz. Pilatus hat während seiner 10 Jahre Herrschaft in Judäa und Jerusalem, wissen Sie, wie viele Juden ans Kreuz nageln lassen? Ich weiß es ja. 6.000. Ja, ich weiß es ja. Also die möchte ich beweinen. Ja. Mit Jesus zusammen und den beiden mit ihm. Beweine ich. Josef, trotzdem möchte ich jetzt noch einiges hören, wie diese Leute, dieses Ehepaar aus Munzelfeld schreibt. Über Josephus Flavius. Das war ein Jude, der dann zu den Römern übergelaufen ist, wenn man so will. Das ist ziemlich appetitlich. Stimmt das oder stimmt das? Natürlich ist er übergelaufen. Er war ein Sadduzäer, das ist ja schon mal appetitlich. Die einzigen, wo Konflikte in der Meinung sonst nicht bestanden haben, siehe dem Neuen Testament, die Konflikte nicht mit den Pharisäern. Das wurde später übertragen auf die Pharisäer. Kein Konflikt mit den Pharisäern, im Gegenteil. Ich habe ja vorhin zitiert, Lukas beispielsweise, Lukas 13, 31 und anderes mehr. Und die Frauen von die Pharisäerfrauen von Lukas 7, ich habe noch eine lange Liste. Die Sadduzäer waren nicht seiner Meinung, es ging um die Auferstehung. Die Sadduzäer waren 40 Familien insgesamt. Das ist ein, und die Pharisäer waren das Volk, die auf seiner Seite waren. Er war selbst auch Pharisäer. Das muss einmal gesagt werden. Und jetzt, die Sadduzäer haben den Herrn Josephus Flavius, Josef hieß er ursprünglich, Josef zur Verteidigung von Jotfat, das war eine Bastion von ihnen, ernannt. Und dort hat er gekämpft gegen Rom. Und er hat verloren den Kampf um die Stadt Jotfat und lief über zu den Römern und ging nach Rom, wurde total auf die römische Seite transferiert. Und daher ist ein solcher Mann nicht mehr glaubwürdig. Für mich nicht. Wird auch in Josephus Flavius ist nicht glaubwürdig? Für mich nicht, nein. Denn ich kenne die jüdischen Quellen. Es geht ja um das Schicksal der Juden. Aber ist der einzige Historiker, der über diese Ereignisse schreibt. Aber nein, das einzige Historiker, den Sie lesen können. Es gibt natürlich im Talmud noch und noch Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Akiva, noch und noch Gamaliel, die Lehrer des Paulus. Ja, bei Gamaliel war der Lehrer Paulus. Ist selbstverständlich und andere mehr. Haben die denn auch historische Schriften? Aber selbstverständlich, der Talmud ist eine historische Schrift. Selbstverständlich. Oder ich nehme Epheser, haben Sie vorhin zitiert. Lesen Sie einmal Epheser Kapitel 1, Vers 14. Bitte, ist vielleicht schade um die Zeit, ansonsten lesen wir sie zusammen. Da steht ausdrücklich, und das ist ein als echt christlich anerkannter Paulusbrief, da steht in: Sei nicht stolz, die neu hinzugekommenen. Auch du bist nicht ganz erlöst, So wie der Baum und die Wurzel. Gut. Du hast ein Akonto, und hier kommt ein hebräisches Wort, ein Akonto, ein Erabon. Das spricht Paulus mitten in dem ganzen Text. Erabon, weil er mit dem Augenblick das Wort nicht weiß auf Griechisch. Sei nicht stolz, du bist nur anteilweise, akontoweise erlöst. Die Juden haben auch einen Anteil. Jetzt, da bin ich,
bei einem Brief, der von einer Zuschauerin kommt, der Wasser auf ihre Mühle ist. Ich habe keine Mühle. Gut. Eine Zuschauerin. Vielleicht, wenn Sie ein Bildchen brauchen, Antennen. Aus Koren, eine Mühle nicht. Aus Korensalis. Und Sympathie. Das ist in der Nähe von, in Sachsen, nee, nicht weit von Leipzig. Sie schreibt, dass sie bis vor einigen Jahren einer Kirchengemeinde angehört hat und schreibt dann, schon in der Christenlehre lernte ich das Judentum schätzen. Doch als der Pfarrer im Gespräch erklärte, die Juden seien das verworfene Volk, da sie Jesus nicht als Christus anerkennen, so gab mir das schwer zu denken. Obwohl der Pfarrer persönlich nichts gegen Juden hat, sondern nur die Auffassung der Kirche vertritt. Das ist ja nun keine Auffassung, mit der dieser Pfarrer ärgert mit sich über den Pfarrer. Wie? Sie ärgert sich. Ja. Was ärgert Sie? Dass der Pfarrer eine solche Auffassung vertritt. Ja, schon, kann man wohl sagen. Das ist, ja. Das ist ja die Auffassung von Jahrhunderten, ne? Über Jahrhunderte ging. Das hat viel jüdisches Blut gekostet. Inquisition, Ertränkung, Kidnapping, Mission, viel, viel hat es gekostet. Also das kann man wirklich nicht mehr sagen, die Juden seien das verworfene Volk. Ne? Wo steht das? Nein, ich sage, das darf man wirklich nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Im Gegenteil, sie haben Jesus hervorgebracht, Verehrtester. Ja. Jesus umgebracht haben die Römer. Jesus hervorgebracht hat Israel. Ja, ich identifiziere mich nicht mit dem. Und Christus ist ein hebräischer Name. Das ist nicht Herr Schmidt, Jesus Schmidt, sondern das Christus heißt Maschiach. Das ist lediglich übersetzt. Aber das kommt aus dem Griechenland, in Athen, hieß es damals auf Bänken im Park, und die gab es schon, Neo Christos, das heißt neu gestrichen, setzt sich nicht drauf. Ja, klar. Und Christus heißt Maschiach. Denn der ganze Begriff, die ganze Hoffnung, die ganze Freude am Maschiach, die vielerlei Feste, die aus dem Judentum kommen, die sie begehen, die besagen ja nur die Hoffnung auf den Maschiach. Und dass sie, von wem war denn der Maschiach Jesus umgeben? Wer hat denn an seine Messianität geglaubt? Die Chinesen oder ihre Vorfahren? Nein, die Juden. Eben. Ja. Ohne Juden gäbe es, ohne Juden gäbe es keinen Maschiach. Nein, und die Vorwegnahmen der Salbung, die sind ja köstlich. Ich habe eine schon genannt, es gibt noch viele, die ich nennen kann. Und seine Predigten, vor wem hat er denn gepredigt? Vor Juden natürlich. Aber wenn hier gesagt wird, der Pfarrer habe gesagt, dass die Juden das verworfene Volk seien und das sei die Auffassung der Kirche, dann kann man nur sagen, so ist es. Das ist, nein, das ist nicht mehr die Auffassung der Kirche. Das ist über Jahrhunderte von der Kirche so dargestellt worden, aber es ist heute nicht mehr die Auffassung der Kirche. Ich hoffe doch, ich kenne welche, die es heute noch sagen. Also, dass die Kirche heute aus verschiedenen Gründen schwächer dasteht als die triumphalistische Kirche von anno dazumal, da sind wir uns doch einig. Aber solange sie konnte und triumphalistisch war, hat sie solche Sachen verkündet in der Predigt. Ja, aber das ist wirklich. Und wenn es nicht diese Blutspur gegeben hätte, ja, dann hätte es die Nazizeit nicht so leicht gehabt. Ja, wo das nicht die einzige Ursache für die Nazizeit war, aber sie hätte es nicht so leicht gehabt. Es gibt keine Ursache. Vorsicht mit dem, was Sie sagen. Ich weiß keine Ursache für sowas Böses. Ja, gut. Ein Schreiben von einer Zuschauerin aus Neu-Reichenau, 940899 Neu-Reichenau. Nun möchte ich zu meinem Hauptanliegen kommen. Die schreibt also eine ganze Menge zu unserem Programm. Eine Frage an Frau Lapid. Ich bin ganz Ohr. Sie ist, ja, jetzt werden Sie wieder ein bisschen größer, sie ist das Sahnestück in Ihrem Programm. Und ich höre mir gern auch eine Wiederholung des Programms an. Zumal man beim Temperament der Gesprächspartner nicht unbedingt alles mitkriegt. Ja, wir reden so oft durcheinander, wird gesagt. Aber manchmal muss man. Weil wir uns doch lieb haben. Ne? Ja, natürlich. Nun aber die Frage. Auch dazu bin ich imstande. Ne? Ja, als Konfirmationsspruch vor 60 Jahren bekam ich das Prophetenwort aus Jesaja, 54 ist das, glaube ich. Ja, 54,10. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Ich habe mich damals, ein schönes Wort, ein richtig schönes Wort. Wobei, ist wichtig zu erklären, dass die Hügel und die Berge natürlich nicht von ihrem Platz weichen, sondern es ist ein Bild. Ein Bild, alles natürlich in Gottes Hand. Die Berge und die Hügel sind von Gott geschaffen und sie sind seine Geschöpfe.
Ja. Und das haben manche die Hitlerzeit und andere mehr als lächerliche Mumpitz erachtet. Wir können alles tun. Ja. Aber die Zuversicht, die Gnade Gottes ist genauso sicher. Wissen wir aber nicht, wann. Wichtig finde ich auch, was man unterstreichen muss, dass das Wort Gnade, die Gnade Gottes auch eben bei den Propheten schon kommt. Selbstverständlich. Ja, im Psalter schon vor Jesaja. Manchmal gab es auch Leute, die sagten, das käme erst durch das Neue Testament. Da gebe ich Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir Psalm 313, da heißt es, Hodu Lashem Kitov, Kilo Lam Chasto. Danket Gott, denn der ist gütig. Und seine Gnade währet ewiglich. Die ist bei Ihnen übersetzt. 113, ja. Ja, 113. Danket Gott, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das heißt, die Gnade Gottes wird herauskatapultiert in der Übersetzung. Tut weh. Ach so. Ja, merken Sie doch. Ja. Das heißt, freundlich ist etwas Kommen oder Gehendes. Ein Schullehrer ist mal gnädig, mal nicht. Mal freundlich, mal nicht. Darauf kann man nicht bauen. Auf die Gnade Gottes kann man bauen. Wir wissen nicht wann. Wir können nicht disponieren. So, und jetzt die Frage der Zuschauerin, die diesen schönen Jesaja-Vers zitiert, ihren Konfirmationsspruch. Und ich habe mich über dieses Wort richtig gefreut, das habe ich schon zitiert. Nur es dauerte nicht lang, da wurde mir klar, diese Verheißung und viele, viele andere hat Gott seinem Volk, den Israeliten, gegeben. Können wir uns die einfach so unter den Nagel reißen? Einfach so können wir gar nichts tun, niemand, auch Israel nicht. Man muss entsprechend leben. Dafür haben wir dieses wunderbare Buch, die Tora. Ja. Und da wäre bei der Gelegenheit einmal zu korrigieren, basic, also prinzipiell. Es heißt nicht das Gesetz des Mose, es heißt die Tora, das ist die Weisung Gottes. Es heißt nicht die 10 Gebote, schon lauter unangenehme Ausdrücke, die den Juden in die Schuhe geschoben wurden. Es heißt nicht die 10 Gebote, sondern es heißt der Dekalog, das 10 Wort. So nennt es Gott. So nennt darauf es kommen wir ja auch in anderen Sendungen. Gut, aber noch, man kann es nicht oft genug sagen. Ja. Das 10 Wort, der Dekalog, und dass da steht, was passiert, dass der aufrechte Gang ist angepeilt. Steht nicht da, was passiert, außer dem Elterngebot. Und dann drittens, prinzipielle Fehlübersetzungen als Beispiel. Das Alte Testament, das heißt, es wird mir schon armselig zumute. A, Alt und B, Testament, weder noch. Wir hatten auch mal in einer Sendung darüber eine Frage von einem Zuschauer. Kann man eigentlich von Altem Testament reden? Nein, kann man nicht. Also insofern dürfen wir ruhig von der Frische und der immer Neuigkeit dieses Buches reden. Ja, aber nochmal die Frage. Das bedeutet nicht, schreibt die Zuschauerin, dass ich auch zweifle, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. Dass er allen gnädig ist. Da bin ich überzeugt. Aber können und dürfen wir als Nichtjuden diese speziellen Zusagen auch auf uns beziehen? Kommt darauf an, wie du lebst. Ich gebe ein Beispiel. Gott verlangt nicht, dass alle Männer der Welt sich beschneiden lassen, zum Beispiel. Es wird aber angeboten, den Völkern von Nineveh oder von Sodom und Gomorra oder von Ägypten, viele Völker werden hier genannt, die eingeladen werden, ein anständiges, mitmenschliches Leben zu führen. Sie müssen sich nicht beschneiden lassen, die Männer. Die Frauen haben sowieso im Judentum nie Beschneidung erleiden müssen. Ja? Aber bitte zur Kenntnis nehmen, anständiges unter Gott leben. Darum geht's. Ja, ja, und durch Jesus Christus ist uns klar geworden, dass die Verheißungen auch der Propheten für alle gelten. Das kann gelten, gibt es hier nicht. Du musst entsprechend leben. Es gibt keine gelten, dass ich sagen kann. Also, aber wir können es beim entsprechenden Leben auf uns alle beziehen. Hoffentlich, ich weiß es nicht. Ja, das ist doch die Frage dieser Zuschauerin. Das weiß ich nicht. Das ist doch nicht ein Privileg von einer bestimmten Gruppe, diese Verheißung. Israel hat nie als Privileg dagestanden, im Gegenteil. Ich habe doch eben zitiert, der Feind Nineveh, im Fall, kann man im Buch Jona nachlesen. Also Leute, die vorgestern Jerusalem zerstört haben, ein ganzes Volk. Trotzdem sagt der Prophet im Namen Gottes, kehret um, tut Buße und Gott wird euch annehmen als seine Kinder. Die Schöpfung ist nicht für Israel allein gedacht. Bereshit, am Anfang die Schöpfungsgeschichte, die ja wundervoll ist. Kitov, es ist gut. Alle sind angesprochen. Alle sind angesprochen. Darum geht's. Aber die Kirche hat gesagt, für uns ist Jesus gestorben, daher sind wir frei. Wir haben nichts weiter damit zu tun. Und das war das Malheur. Die Kirche hat bestimmt, was zu tun und was zu lassen. Also Jesus ist für alle gestorben und alle sind angesprochen. Nein, das sage ich nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Kirche hat das gesagt. Jesus ist nicht für alle gestorben, sondern Jesus hat, wie wir alle,
empfohlen, Metanoia zu tun, Umkehr, Buße. Ja. Und jeder steht vor und unter Gott mit dem, was er tut und was er lässt. Das hat auch Jesus gesagt. Wir kommen nochmal auf Jesus. Wir haben heute heikle Fragen. Aber das ist gar nicht heikel. Ja, manches ist schon relativ heikel. Für Sie vielleicht, für mich nicht. Theologisch ganz lange darüber diskutieren. Ich zitiere, ich diskutiere nicht. Ein Zuschauer, zum Teil ist es auch zu diskutieren. Ein Zuschauer aus, jetzt kann ich das nicht lesen, Serbeck, 48369, Serbeck, hat ein Problem. Aus seiner Sicht ist die Stellung von Jesus Christus, ein Problem ist aus meiner Sicht, so schreibt er, die Stellung von Jesus Christus in vielen Gemeinden. Ich persönlich glaube, dass Jesus niemals gelehrt oder gewollt hat, dass er an die Stelle Gottes gesetzt wird. Richtig. Er hat gesagt, plappert nicht wie die Heiden, die solche Sachen gesagt haben. Geht nicht auf der Straße der Heiden. Ihr sollt mich nicht gut nennen. Ihr sollt mich nicht Vater nennen. Auch das sagt Jesus. In vielen Worten Jesu ist klar abzuleiten, dass er Gott als seinen Vater und als seinen Gott anerkannte. Richtig. Ist das richtig, fragt er. Sie haben schon gesagt, richtig. Aber ja, aber Jesus und Gott sind doch dann eine Einheit. Das ist ihr, da kann ich nur sagen, du sagst es. Jesus hat nie gesagt, oder er wäre entsetzt, wenn man ihm gesagt hätte, du bist Gott. Aber Sie wollen doch jetzt nicht sagen, dass wir nicht zu Jesus beten dürfen. Das ist nicht meine Sache. Sie fragen mich doch nicht. Sie haben ja Ihre Autoritäten. Sie haben die EKD, Sie haben die Freikirchen, Sie haben die katholische Kirche und viele Ostkirchen, Autozephalen und verschiedene andere. Das ist Ihre Frage. Ich komme nur und sage, ja, wenn Sie dieses Buch, das Buch Gottes mit Israel ist, aber die anderen Völker auch in sein Angebot der Gnade, wenn sie entsprechend leben wollen. Und das wollten ihre Vorfahren nicht aber so gerne. Aber wir haben im Glaubensbekenntnis, er sitze zu Rechten Gottes. Und das kann ich nicht nachvollziehen, das weiß ich nicht. Das sagen wir aber. Und das ist auch gut so, Der Unterschied ist groß, indem Sie mit Blut und Schweiß und Tränen meine Vorfahren gezwungen haben, das zu glauben. Das habe ich nicht getan. Aber, Sie waren nicht dabei, okay. Nein, aber Ihre Vorfahren, habe ich ja gesagt, ja. Mit Inquisition und Blut und Schweiß und Tränen gezwungen haben, das zu glauben. Ich kann das nicht. Im Gegenteil, ich habe gesagt, schon mehrfach, dass die fremden Völker eingeladen sind, auch an diesen Gott, wie er hier vorgestellt wird, zu glauben. Eine weitere Frage, wir hatten einmal berührt und gingen dann nicht weiter, die Offenbarung des Johannes. Die ist ja, da haben Sie gesagt, das ist nicht, da möchte ich möchte niemanden verletzen oder so ähnlich. Das habe ich nicht gesagt und nicht so ähnlich. Nein, das stimmt nicht, da verwechseln Sie mich mit jemand anderen in Ihren Kreisen. Ich habe im Gegenteil gesagt, Johannes Kapitel 4, Vers 22, bitte, es lohnt sich zu lesen. Bitte lesen. Das muss ich erst... Ja, doch, furchtbar einfach. Ich sage das auswendig. Dann sagen Sie es auswendig. Gucken Sie, aber die Leute glauben es vielleicht leichter. Die Offenbarung. Nein, nicht die Offenbarung. Ach so, Johannes. Das Evangelium. Ja. Ja, und dann sagen Sie es Kapitel 4. Vers 22. Johannes hoffentlich stimmt. 4, Vers 22. Ja, jetzt hoffe ich auch mal, ob das... Ich bin unvorbereitet. Ob das stimmt. Das alle Fragen sind unvorbereitet, liebes Publikum. Das steht hier, ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Gott sei Dank. Gott sei Evangelium, Dank, es ist richtig. Viertes Evangelium. Kann man einen schöneren Satz aus dem Evangelium haben, aus dem Munde Jesus? Wiederholen Sie es nochmal. Denn das Heil kommt von den Juden. Und ein Buch von Lapid haben wir auch aus Respekt so genannt. Das Heil kommt von den Juden. Ja, aber es geht hier auch um die Offenbarung. Und die Zuschauer... Nein, das ist zweierlei, total zweierlei. Das ist das vierte Evangelium. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Offenbarung ist ganz zum Schluss und voller Schlüssel und Verschlüsselung. Das ist eine James-Bond-Geschichte, weil die Offenbarung... Die Offenbarung ist spannend und es ist wunderschön zu lesen. Ja, die ist voller Schlüssel, die verstehen Sie nicht. Das ist so wie ein James Bond. Das versteht man nicht ohne weiteres. Ich will ja das ist nicht das, wie hier wie wir vier Evangelien haben, worauf Christen getauft werden und so weiter. Ja. Dieser Satz ist aus dem Johannesevangelium. Ja, ich habe ja gar nichts gegen diesen Satz. Aber jetzt wollte ich die Frage stellen dieser Zuschauerin. Die kommt, das ist als E-Mail, deshalb kann ich nicht sagen, woher sie kommt. Aber diese Zuschauerin will nämlich wissen. Sie schreibt, ich sage es nochmal, dass die Frau Lapid zu den Offenbarungen des Johannes nichts sagen will, verstehe ich. Bitte fragen Sie sie,
ob denn die Übertragung aus dem Hebräischen korrekt ist, der Offenbarung, nicht des Johannesevangeliums. Das ist zweierlei, total zweierlei. Ja, ja, weiß ich. Aber jetzt haben wir gelesen, und das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön, dieses Zitat aus Jesu Mund, aus dem 4. Evangelium, woraus, ich muss es wiederholen, Menschen getauft werden, innerhalb des Christentums. Ja. Jetzt die Offenbarung ist was ganz anderes. Daher kommen die ganz großen Ängste der Christen, nämlich Armageddon und wovor sich alle fürchten, Apokalypse. Apokalypse Now, davor fürchtet man sich. Schöne Bild von Albrecht Dürer, die apokalyptischen Reiter. Furchterregend. Furchterregend. Und die Frau, die böse Frau, das sind verschlüsselte Worte. Das kann der Erdenbürger nicht wörtlich nehmen, wenn er nicht die ganze Situation von damals kennt, warum das geschrieben wurde. Da brauche ich ein bisschen Zeit dazu. Ich weiß nicht, ob wir sie haben. Die haben wir heute. Es handelt sich um die Insel Patmos. Ja, und zwar da hat Johannes das geschrieben. Ja, natürlich. Patmos, ja. Was bedeutet Patmos? Wir müssen dann zurückschürfen. Patmos war die Kerkerinsel der Römer, so wie die Amerikaner Alcatraz haben. Das ist eine Insel, wo niemand flüchten kann. Das Schlimmste und Schrecklichste. Und das ist daher apokalyptisch, daher kommt der Ausdruck. Oder Offenbarung ist, diese Leute schickten kleine Zettelchen, kleine Briefe hinaus, und auch das ist verschlüsselt. Niemand, der nicht Insider ist, also in den damaligen Zeiten und Geschehen Bescheid weiß. Und das kann ich jetzt nicht ausbreiten. Ja. Und Sie wollen, machen wir es gelegentlich. Was in dieser Gefängnisinsel seitens der Römer passiert ist mit den Gefangenen, die teilweise Ex-Juden waren und zu dem neuen Glauben gekommen sind, was da geschehen ist und wie schlimm es war. Und die ganzen Ereignisse und Furcht, die die Leute zu leiden hatten, die von den Römern kommen. Und das ist ein Schlüsselwort. Die Frau ist ein Schlüsselwort. Oder die Zahl 666, die da immer wieder kommt. Drei Sechser, nicht sechs, S-E-S, keineswegs. Ja. Hat nichts mit Sex, keinerlei Missverständnis. Nein, nein. Das ist ein Code mit dem Hinweis auf Nero, der Rom entzündet hat und die Christen vernichtet hat in Rom. Wir könnten darüber lange reden. Das hat nichts mit dem Evangelium nicht zu tun. Nichts mit Jesus von Nazareth zu tun. Aber ich möchte jetzt, wir wollen auch noch einiges anderes. Und Armageddon, will ich Ihnen sagen, kommt da häufig vor, das eine noch. Ja. Armageddon ist eine Verstümmelung des Begriffes Har-Megiddo. Man hört es doch. Ja. Das ist ein hebräisches Wort, Berg Megiddo. Und das ist der Berg, der für die vielen Kriege, die um das Heilige Land, um den Besitz des Heiligen Landes stattgefunden haben, auf der Strecke von Haifa nach Tiberias, also die Via Maris. Die Völker, die vom Westen nach Osten pilgerten, um zu erobern. Und umgekehrt die Aramäer und die Chaldäer etc., die vom Osten nach Westen zogen, die brauchten diese Landbrücke. Und daher ist diese Schlucht von Har-Megiddo, das ist hebräisch, furchterregend gewesen. Da waren viele Kämpfe und viele Opfer. Die Offenbarung bedarf wirklich intensiver Interpretation. Aber die Frage, die bezog sich daraus, ob Sie richtig schwere Übersetzungsfehler in der Offenbarung... Ja, habe ich Ihnen ja jetzt Beispiele gegeben. Ja. Allein die Kenntnisnahme, was Patmos darstellt. Ja, das ist ja noch kein Übersetzungsfehler. Nein, aber ich habe in Har-Megiddo zum Beispiel dargestellt, Armageddon, was hat sich nicht abgetan hier im Lande, hier. Alle Computer würden zusammenbrechen, erinnere ich mich, am 1. Januar 2001 zum Beispiel. Bei der Jahrtausendwende. Ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Gut, wir haben heute so einige Punkte besprochen. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich antworte Ihnen so gut ich kann auf all Ihre Fragen. Der Gemüsegarten bei Ihnen ist riesig. Ich habe mich an die Briefe der Zuschauer zu halten. Gerne. Und da möchte ich, was ein Zuschauer schreibt, zitieren, was mir sehr gefällt. Ein Zuschauer aus Berlin. Und der bezieht sich darauf, dass wir manchmal auch kritische, ich habe ja auch zitiert hier und ich halte das für legitim und auch berechtigt den kritischen Zuschauern gegenüber, dass ich auch deren kritische Einwände einmal vorbringe in einer Sendung. Und darauf bezieht er sich und sagt, er sei bestürzt über diese negativ-kritischen Zuschauerbriefe, weil er meint, das sei ein Missverständnis. Und er fährt dann wörtlich fort. Welches Missverständnis von einem Menschen jüdischen Glaubens zu erwarten, dass er unseren Herrn Jesus als den Messias anerkannte?
Daran besteht ja gerade der Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Da will ich Ihnen antworten, denn schöne Grüße an diesen Mann. Er muss sein Evangelium intensiver studieren, denn nur Juden haben den Herrn Jesus, als er noch lebte, unter dem Namen Jeshua im Lande der Lebenden wandelte. Nur Juden haben ihn. Wer hat ihn als Maschiach anerkannt? Juden. Und zwar gibt es nach wie vor, außer Jesus, in der Apostelgeschichte zum Beispiel, noch drei andere Gestalten, die von anderen Juden auch als Maschiach geehrt wurden. Die vielen Vorwegnahmen der Salbung, die ich teilweise heute schon gestreift habe, wurden von Juden für diesen Maschiach Jesus geliefert. Ja, Jesus galt für viele Juden, nicht für alle, als Maschiach. Und das ist eine jüdische Hoffnungskraft. Und wenn wir sagen, innerhalb der 3 Jahre, in denen er aktiv war, zu Fuß oder per Esel, ist das enorm viel. Gut. Und wie viele Leute waren denn in Tiberias am See da, als er predigte aus der Tora? Wie viele waren da? Wir lesen es doch. Ja. Der See war so dicht bevölkert, dass Tausende da waren und er musste auf einem Bötchen predigen. Ja. Er bezieht sich da mal weiter. Möchte jetzt in dem Brief noch weiterkommen. Er bezieht sich dann auf das, mehrere uns geschrieben haben, habe ich auch vorgelesen. Mehrere? Dass wir durch manche Äußerungen Leute in ihrem Glauben verunsichern könnten. Und dann schreibt er, einige Zuschauer... Nein, das lasse ich nicht, dann will ich gleich antworten. Ja, dann erst ich verunsichere niemandens Glauben. Im Gegenteil, für mich, ich sage immer, anders wie Ihre Vorfahren zu meinen, ich lasse jeden in seinem Glauben selig werden. Amen. Ich möchte doch zitieren, was er jetzt sagt. Einige Zuschauer sprechen von Verunsicherung in Anführung in ihrem Glauben. Wenn Bibelleser auf Übersetzungsfehler hingewiesen werden oder wenn ihnen gesagt wird, in welchen historischen Zusammenhang eine bestimmte Bibelstelle gehört, dann kann sich meines Erachtens daraus keine Verunsicherung, sondern eher eine Stärkung des Glaubens ergeben. Dem können Sie doch voll zustimmen. Ja, das ist richtig. Und willst du lieber in Märchen leben? Ja, und dann bezieht er sich auch auf eine Äußerung, die ich vorgelesen habe. Eine Jüdin solle in einem christlichen Sender nicht auftreten dürfen. Und er sagt, an dieser Stelle habe ich, lieber Herr Röhl, ein klärendes, deutliches Wort von Ihnen vermisst. Na gut, dadurch, dass ich Sie immer einlade, steht ja meine Stellung ganz klar. Ich glaube, durchaus sollten Sie oder müssen wir uns als Christen müssen wir das Gespräch mit Juden suchen. Lieber Herr Röhl, wenn Sie das Jude sein des Jesus von Nazareth und seine Botschaft herausschnipseln würden aus dem Evangelium und der Apostelgeschichte, was bleibt Ihnen dann? Nichts. Das ist es ja. Und zum Schluss, was haben Sie hier gewonnen? Einen wunderbaren jüdischen Prediger. Und zum Schluss sagt er, übermitteln Sie Frau Lapid, und dem kann ich mich voll anschließen, meine Verehrung und meinen Dank und die Bitte, etwas deutlicher und langsamer zu sprechen. Gut, also das war doch ein Brief ganz in unserem Sinne. Und jetzt ein weiterer Brief, ich nehme mal diesen hier. Und zwar, wir haben ja oft über den Teufel gesprochen. Und das hat auch einen Widerspruch zum Teil hervorgebracht, Ihre Äußerung dazu. Und hier schreibt ein Ehepaar aus der Schweiz, Tammins in Graubünden. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das Wirken des tatsächlich existierenden Teufels in der Welt keinesfalls als Gegenspieler Gottes, sondern als die Versuchung, im Menschenleben zu verstehen. Diese Interpretation von Frau Lapid hat uns außerordentlich beeindruckt. Können wir das noch mal etwas erläutern? Ja, das sehen wir schon in der Kain-Geschichte. Kain ist derjenige, das erste Geschöpf,
der sagt, im Gadol Avonim Inso, ist meine Sünde zu schwer zum Vergeben. Er sieht es ein, dass er gesündigt hat, dass es also in ihnen drin ist. Warum haben sie in der Hitlerzeit nicht, Sie persönlich oder wenn Sie ein bisschen älter wären, warum haben Sie denn mitgesündigt? Das ist die Frage. Und daran geht es mittels Erziehung, mittels Selbstaufklärung, mittels Lehrer und Schüler und Prediger vor allem. Daran gilt es zu arbeiten. Ja, nicht bequem auf den Teufel, das ist ja der Teufel. Dann ist ja alles sehr einfach, da kann man nichts machen. Dieses Schreckliche, da kann man nichts machen, ist furchterregend. Ja. Man kann ein bisschen schon machen. Ja. Ich komme noch mal zurück auf einen Konfirmationsspruch und wieder auf einen Zuschauer aus der Schweiz. Und seit 51 Jahren, Konfirmationssprüche sind unheimlich wichtig, finde ich. Ich auch. Seit 51 Jahren begleitet mich mein sehr geliebter Konfirmandenspruch. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist aus dem Johannesevangelium, Johannes 15, Vers 8. Viele Jahre hat es mir große Mühe bereitet, schreibt dieser Zuschauer, dass ich gemäß dem Text zuerst viel Frucht bringen und dann Jünger von Jesu werden darf. Ich meine, richtig wäre es doch gewesen, dass ich zuerst Jünger werden sollte und dann Früchte tragen. Müsste also dieser Spruch nicht heißen, darin wird mein Vater geehrt, dass ihr meine Jünger werdet und viel Frucht bringt. Irgendwo klingt das logisch. Ich bin konfus. Ich bin total konfus von dem Ganzen. Ich weiß nur eins. Ich gebe Ihnen das Beispiel vom sogenannten reichen Jüngling. Warum sind Sie konfus? Weil so rum und so rum und so rum, ich muss es vor mir sehen. Also der Vater... ich sage Ihnen aber, was ich denke. Der Vater wird geehrt, dass ich bringe hier ihn, ich bringe Ihnen gerne hier das Beispiel vom sogenannten reichen Jüngling, der meiner Meinung nach in der Christenheit total missverstanden wird. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und das ist eine handverlesene Annahme zwecks Jüngerschar. Und ja. Jesus nimmt die Leute handverlesen an für den engeren Kreis. Es gibt ja natürlich auch die Stelle, wo es heißt 70 im Sinne von erweitertem Jüngerkreis. Das darf man nicht allzu wörtlich nehmen. Jedenfalls, dieser Jüngling kommt zu Jesus und Jesus schaut ihn liebevoll an, lesen wir im Text. Und er findet, dass der Jüngling alle verlangten Aussagen, Predigten, Hinleiten, wunderbar erfüllt und er würde ihn gern annehmen. Er fragt ihm die letzte ausschlaggebende Frage, was fragt er ihn? Willst du jetzt dein ganzes Vermögen abgeben für die Armen? Das fragt Jesus und das ist die schwerste Probe. Ich frage Sie, lieber Herr Röhl, würden Sie Ihr ganzes Vermögen, und Sie haben Frau und Kinder und was weiß ich, Freundin, weiß ich, wen Sie noch alles haben. Alles noch, ja. Aber Sie mit dem Vermögen ist das nicht so reich. Eben, würden ist Sie Ihr so Vermögen, wer immer das ist, wie viel immer das ist, hergeben? Ja, würden Sie das? Und das ist die härteste, schwerste Probe. Und der Jüngling geht traurig von dannen und Jesus schaut ihm, ich zitiere den Text, und das ist ein Beispiel, eine Antwort auf die Frage. Jesus schaut ihm traurig nach, weil der Jüngling von ihm angenommen wurde, ausgewählt wurde und hätte Jünger sein können. Und jetzt frage ich Sie, nehmen wir mal an, der Jüngling hat Kinder gehabt, die in die Ausbildung müssen. Nehmen wir mal an, er hat Schulden gehabt, das gab es damals schon, eine Hypothek auf sein Häuschen in Jerusalem oder in Galiläa. Ja, glauben Sie wirklich, dass Jesus verlangt hätte, dass der Mann alles wegwirft? Es gab Jünger, die aus lauter Liebe das getan haben, mit ihm durch das Land zogen, wo ich schon, da sind keine Widersprüche, die laut Lukas 7 von den jüdischen Frauen dann unterstützt wurden. Warum wurden sie unterstützt? Weil sie wegen der römischen Ausbeutung nicht imstande waren, eine Arbeit, die waren ja alle Berufsleute, als Fischer, als Pelzhändler, als Jesus war ja Tischler. Also die hatten alle einen wundervollen Beruf, konnten aber ihren Beruf nicht ausüben, wegen der Nachstellungen und der Verfolgungen der Römer. Also waren sie auf Unterstützung angewiesen. Und ich glaube und bin überzeugt, dass dieser Jüngling ein Beispiel ist für diese Jüngerfrage. Er wird als Jüngling dargestellt. Das ist ein Jünger. Dass dieser Jünger imstande gewesen wäre, im engsten Kreis Jesu aufzutreten, aber es nicht leisten konnte, weil er nicht die von ihm Abhängenden leiden lassen wollte. Mit der Erzählung dieser Geschichte haben Sie ja unterstrichen, dass Sie der Meinung sind,
erst Frucht bringen und dann Jünger, so wie es bei Johannes heißt und wie dieser Zuschauer seine Zweifel hat. Erst Jünger werden. Das kann man doch nicht. Das ist doch Wortklauberei. Erst Jünger, nachher Jünger. Ja, aber so heißt es bei Johannes. Das Menschliche. Finde ich überhaupt keine Wortklauberei. Ich finde das ein ernstes Anliegen. Das Anliegen ist wichtig, dass Jesus nicht verlangt haben würde. Davon bin ich überzeugt, dass die Uhr im Umfeld und in der Familie von dem Jüngling zum Teufel geschickt würden, nämlich verhungern würden. Das hätte er nicht gewollt. Aber also Frucht bringen auch schon vor der Jüngerschaft. Darum geht es doch hier. Frucht bringen, wenn Sie wollen, wenn Sie darauf bestehen, auf dem Frucht bringen, dann ist das gläubig sein. Gläubig sein, ja. Das ist was anderes. Eben. Ich habe Ihnen das aber eine irdische Auslegung dazu gebracht, die auch wichtig ist in dem Fall. Aber Frucht bringen im Sinne, in Gottes Wegen zu gehen, das ist wieder eine andere Begriffsart. Gut. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe hier noch drei Briefe liegen, die ich für heute rausgesucht habe. Aber ich glaube, wir werden sie nicht mehr schaffen. Da ist ein Brief. Da erzählt ein Zuschauer, dass er in der Nähe auch aufgewachsen ist, wo Sie herkommen, also aus dem Fränkischen. Und hier ist ein Zuschauer, der schreibt, ein Zuschauer, dass er mit Wolfgang mit Vornamen ein großer Freund des Gespräches ist und er bewundert Ihre profunde Schriftkenntnis und Gottesliebe und sie beeindrucken ihn sehr und sie sind sehr hilfreich bei seinem persönlichen Bibelstudium. Ein Wermutstropfen sind allerdings die viel zu langen Passagen des Moderators. Jetzt bin ich wieder dabei bei einer viel zu langen Passage. Und dass ich immer in dem Papierwust krame oder häufig, während Sie reden. Ich versuche natürlich immer, das ist ja alles spontan, unser Gespräch. Ich habe Verständnis für Sie. Ich versuche immer, eine Frage dann zu finden, die zu dem passt, was Sie vorher haben. Ich habe Verständnis für Sie. Und es ist ja nicht so, dass wir alles abgesprochen haben. Überhaupt nichts. Das heißt, das ist jetzt irreführend. Das ist nicht so, dass wir alles abgesprochen haben. Wir haben überhaupt nichts abgesprochen. Nein, das ist ja alles sehr spontan. Ich glaube, die Sendungen wären auch nicht so munter, wenn wir sie vorher durchgeplant hätten und durchkonstruiert hätten. Dann wäre es eine Sonntagpredigt. Nichts gegen Sonntagpredigt. Ja, ich habe eben den Mund aufgemacht, die schon 17 Mal vorher von anderen gehalten worden ist. Ja, aber gut. Vielleicht. Dazu lässt sich jetzt viel sagen, aber das wollen wir nicht mehr. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie... Ohne dass ich irgendeinen Unterschied zu der Sonntagspredigt, ohne dass ich irgendjemanden brauche als Hassobjekt, auf dessen schwarzen Hintergrund ich eine große rosa Botschaft das bringe. Ist da, nein, ich brauche keinen schwarzen Hintergrund. Nein. Lieber Herr Röhl, kein schwarzer Hintergrund ist nötig, um eine gute Botschaft, ein Wort Gottes zu verkünden. Das ist das Schlimme, aber dass man in der Christenheit auch heute immer weniger Predigten mit schwarzem Hintergrund. Also das ist wirklich, was mehr Predigten. Wir haben heute welche gehabt. Was mehr an Predigten manchmal unangenehm aufstößt, verworfen war dass das sie so nicht eins. Spontan sind. Bei uns ja, aber das Verworfen war heute drin. Das war heute, aber das ist wirklich, das stirbt aus, das ist eine Sicht von früher gewesen. Also, hoffentlich. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns im Studio waren. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, danke, dass Sie uns wieder heute in der manchmal etwas kontroversen Diskussion, aber so richtig kontrovers war es ja nicht, im Grunde verstehen würden. Nein, es ist höchste Zeit, wenn ich das ganz kurz sagen darf, dass wir zur Kenntnis nehmen, wie schön es ist, wenn Brüder zusammen diskutieren. Diskutieren. Und in diesem Sinn sind wir Bruder und Schwester. Aber früher hieß es Streitgespräche. Hier ist kein Streit, jetzt gehen wir nachher und essen was zusammen. Ja, das ist sicherlich. Wir können ein Bier trinken, ein Bierchen. Ja. Aber ein Streitgespräch ist keine Rede. Die Rede ist von einem friedlichen Lern- und Lehrgespräch. Und das ist schön. Sollen wir denn über die neueste Mode oder die Sexlieder? Nein, wir haben ja was, worüber wir reden. Ja. Wir haben ja, da ist ja doch eine ganz, so viel drin, dass wir noch ich habe Freude. Monatelang darüber ich habe sprechen Freude können. An der Tora, Freude am Evangelium. Ganz herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuschauer, auch herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir haben auch Ihnen ein wenig Freude gebracht, wie es uns viel Freude gemacht hat. Dankeschön. So sei es.